Welches Zubehör druckt man sich für seine Nintendo Switch, habe ich mir überlegt, als ich vor Weihnachten im Elektronikfachmarkt gestanden habe und mir dort die ganzen Switch-Angebote angeguckt habe. Und ja, ich weiß, die Nintendo Switch 2 kommt vielleicht dieses Jahr raus. Nichtsdestotrotz habe ich mir trotzdem eine Nintendo Switch gekauft. Ganz einfach, weil ich Bock drauf hatte. Und in diesem Video zeige ich euch einfach mal, was ich jetzt an Zubehör alles in den letzten Wochen gedruckt habe, um das Erlebnis mit meiner Nintendo Switch noch mal ein bisschen auf das nächste Level zu hieven. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Macorama.de und wir fangen gleich damit an, was hier schon auf der Switch drauf ist, wie ihr sehen könnt, nämlich diese weißen Kringel hier. Das sind nämlich Transportsicherungen für eure Joy-Cons, für die Analog-Sticks, damit die beim Transport nicht einfach irgendwo wild durch die Gegend fliegen und dann vielleicht so ein Shift entsprechend entsteht. Das heißt also, dass vielleicht irgendwann der Controller oder der Stick so weit kaputt ist, dass euer Charakter sich um 360 Grad dreht im Spiel. Das wollt ihr natürlich auch nicht. Nicht, dass dem schlecht wird. Und deswegen habe ich mir die Teile gedruckt, sind auch ultraschnell gedruckt. Ich habe die jetzt für diese hier, für die anderen Joy-Cons, die ich habe, für den Pro-Controller, den ich habe. Und das hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert. Maximal, ja? Also die sind wirklich ultraschnell gedruckt. So schnell konnte ich gar nicht auf Toilette gehen, wie das Ding fertig war. Kann ich nur empfehlen, ist eine super Sache und muss man unbedingt haben, finde ich, wenn man das Ding mit unterwegs nimmt. Das nächste, was ich mir überlegt habe, war, wenn man jetzt hier, wie wir, die Joy-Cons abmacht und dann eine Runde Mario Kart zockt, ja? Oder Smash Bros. Haben wir auch gezockt, ja? Dann ist das natürlich ein bisschen unhandlich. Und da habe ich mir überlegt, was kann man denn alles drucken? Und für Smash Bros. Zum Beispiel mal als Controller, als ganz normalen Controller, bin ich auf verschiedene Lösungen getroffen. Und eine davon ist zum Beispiel mal dieses schicke Teil hier. Da kann man den Controller, den Joy-Con einfach so reinpacken, ja? Sieht schick aus, finde ich, liegt gut in der Hand. Man hat hier oben die Knöpfe, die man rechts und links drücken kann, die funktionieren wunderbar. Allerdings geht das Ganze auch noch ein bisschen besser, habe ich gesehen. Ganz einfach, weil mir hinten, erstens ist das ein bisschen Press gedruckt und zum anderen ist hier unten mit dem ersten Layer das so eine kleine Nut dran, so eine kleine Nut und Feder. Und das ist natürlich jetzt nicht so schön, weil das der einzige Spiel ist, den man mit dem Controller hat und der ist nicht gerade groß. Das macht keinen Spaß, ja? Deswegen habe ich mal geguckt, was es sonst noch so gibt und habe diese Teile hier gefunden. Die haben deutlich mehr Spiel, da hört ihr schon, da bewegt sich einiges mehr, weil die Feder hier deutlich dünner ist und man hat ein besseres Feedback und das Ganze liegt auch noch ergonomisch hier in der Hand, finde ich. Ja, das liegt richtig gut in der Hand jetzt und da kann ich das Zeug reinpacken, ja. So. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Also so mag ich das, ja, so soll das sein. Und da habe ich nicht nur einen gedruckt, sondern gleich zwei, ja, noch einen zweiten für den anderen Controller. Und damit das Ganze nicht irgendwo vielleicht jetzt so einfach so plump auf dem Tisch irgendwo rumsteht oder auf dem Wohnzimmer-Lowboard, habe ich mir nochmal hier diese Halterung gedruckt. Da habe ich allerdings, weil ich dumm war, vergessen, hier unten drunter Support zu machen. Ja, ich hätte es können so drucken, aber ich habe hier unten drunter vergessen, Support dran zu packen. Deswegen verzeiht es mir, wenn hier unten drunter das Ganze nicht so schön, naja, sauber ist. Aber ihr seht schon, man kann das Ganze so wunderbar einhängen und hat das dann schön ordentlich auf dem Wohnzimmertisch stehen. Oder entsprechend auf dem Lowboard neben dem Fernseher stehen, muss ich sagen, ist eine saubere Sache, gefällt mir auch besser als bei dem Teil hier, weil das liegt dann einfach nur irgendwo in der Gegend rum, wird irgendwann dreckig und staubig, wenn die Teile hier richtig schön irgendwo da oben eingehangen sind und richtig schön aussehen, ja? Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht's weiter im Video. Jetzt kommt aber noch das Nächste, weil wenn ich unterwegs bin, habe ich sowas nicht, brauche ich sowas nicht, ja, deswegen machen wir die Controller hier nochmal raus. Kann man hier einfach blub, wunderschön auf der einen Seite, wie ihr sehen könnt, rausdrücken, ja, also die Seite, die so ein bisschen weiter reinsteckt, weil die ja unterschiedlich von der Seite her, von den Proportionen her sind, kann man wunderbar rausdrücken oder hier hinten durch das Loch, wo das eingehangen ist. Ich hänge die nochmal ganz kurz dahin. So, und wir stecken das Ganze mal dran. Und wenn wir jetzt unterwegs sind, habe ich auch schon gemerkt,
dass das Ganze ziemlich, naja, wenn man ein bisschen schwitzige Finger hat, weil man gerade bei Zelda Tears of the Kingdom, wenn man so ein bisschen so einen Endboss begegnet und dann hoffentlich passt es auch, da werden die Hände schnell schwitzig und dann ist das Ganze nicht mehr so ganz ergonomisch. Ja? Und da habe ich mir überlegt, okay, ich druck mir mal was. Und das Erste, was ich gedruckt habe, muss ich sagen, zu meiner Schande, ich habe natürlich nicht aufgepasst und habe irgendwas gedruckt, was eigentlich für die LCD-Switch gedacht ist. Die ist nochmal 1-2 mm dünner. Und das passt hier nicht wirklich rein. Also das Teil habe ich versucht mit Playglue zu kleben, hat auch erstmal gehalten. Aber als ich die Switch reingesteckt habe, seht ihr schon hier oben, das ist mir dann gebrochen. Ja, das hat nicht mehr wirklich funktioniert. Das geht auseinander, deswegen kann man das hier an die Recyclingtonne packen. Und habe mir dann dafür das hier gedruckt. Das ist für die OLED-Variante, das ist auch nochmal ein gutes Stück, finde ich, stabiler. Das war eh ein bisschen wabbelig, fand ich, weil das hier oben sehr dünn war. Ja, also hier so ein bisschen dünn war. Und da passt auch die OLED-Switch wunderbar rein. Ja, das hat man quasi so ein, naja, fast schon Pro-Controller-Feeling für seine Nintendo Switch unterwegs. Finde ich mega genial. Und muss ich sagen, macht richtig Fun, dann damit zu zocken. Das werde ich auf jeden Fall, steht das auf meiner Liste, wenn ich meinen Koffer packe und irgendwo hinfahre, steht das auf jeden Fall mit dabei, also die Switch mit diesem Griff, dass ich das Ding mitnehme. Und ich habe mir dadurch natürlich auch gespart, diese 40, 50, was weiß ich, wie viel Euro, gibt es ja auch welche, die kosten 100 Euro oder so in Richtung, für so ein fertig Spritzguss produziertes Teil zu kaufen, ja, oder auszugeben. Muss ich sagen, gefällt mir richtig gut und kann ich echt nicht meckern, ist auf jeden Fall ein Must-Have, finde ich, wenn man 3D-Drucker hat und eine Switch hat, dass man sich das druckt. Klar, bei einem kleinen Drucker guckt man dann die Röhre. Auf den K1 passt das Ding nicht drauf, weil der K1 halt quadratisch praktisch gut ist. Wo es drauf passt, ist auf den Prusa MK3 und MK4. Ja, weil die nochmal ein bisschen breiteres Bett haben und das da wunderbar drauf passt, in der Diagonale allerdings. Man muss nur aufpassen, ich habe jetzt hier beim MK3, als ich das gedruckt habe, natürlich dann den Support und alles drum und dran so dicht dran gedruckt, dass ich mir hier die erste Schicht abgerissen habe. Das ist natürlich nicht schön, aber ich habe mir überlegt, okay, da kommen noch mal ein paar Samtstreifen rein, einfach damit meine Switch nicht verkratzt, wenn ich die da reinpacke. Ist natürlich auch so eine Sache, weil es halt 3D gedruckt ist, ist immer ein bisschen rau von der Oberfläche her, aber sei es drum, ein paar Samtstreifen rein und gut ist. Dann geht es nochmal um das Thema Mario Kart. Und ich nehme jetzt mal hier explizit die Joy-Cons hier von dem anderen Griff, der dabei war bei der Switch. Und dann haben wir hier zwei Controller. Und damit haben wir erstmal dann, die haben wir nochmal zusätzlich gekauft, weil wir dann zu dritt natürlich eine Runde Mario Kart zocken wollten. Und ich habe mir gedacht, okay, aber das ist nicht so wirklich prickelnd, wenn man jetzt da sitzt, auch mit dem Adapter für hier oben drauf, ne? Dass man den dann hier so reinschiebt. Blub. Und dann so da sitzt und eine Runde Mario Kart zockt. Das Ding ist klein. Das macht keinen Spaß. Genauso wenig, wie es Spaß macht, wenn man ohne dieses Teil halt Smash Bros. Zockt. Und da muss ich sagen, okay, da habe ich mir überlegt, was kann man drucken. Und das Erste, woran ich gedacht habe, war dann, mir so ein Lenkrad hier zu drucken, ja. Die sind ganz cool. Man kann hier einfach den Joy-Con da so klack reinklippen. Jetzt hat man zwar den Bändel, der hier rum ist. Den kann man irgendwie hier drum wickeln, ja. Das ist gar kein Thema, den kann man hier drum wickeln und dann ist der auch aus dem Weg, ja. Dann hat man da gar kein Problem mit. Aber es ist halt ein bisschen nervig hier hinten. Ihr merkt schon, das ist nicht so ergonomisch, da auf die Knöpfe zu kommen. Da kann das Ding halt einfach nicht mithalten mit den Originalteilen von Nintendo. Und ja, die habe ich mir auch gekauft, ja. Weil ich mir gedacht habe, okay, ich will einfach mal probieren, wo der Unterschied ist. Die sind deutlich kleiner, ja. Man kann die Controller hier so einfach reinpacken. Das geht wunderbar, ja, also echt schön. Und hier die Knöpfe hier hinten sind auch echt ergonomisch. Das Einzige ist halt nur, die Dinger sind auch immer noch klein, ja. Also ich hätte mir gewünscht, dass Nintendo das mal ein gutes Stück größer macht. Mal zum Größenvergleich, ja. Das Ding passt in den inneren Kreis von dem Lenkrad hier. Die Teile drucken allerdings irgendwas um die 5 Stunden, glaube ich, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. War aber auch mit eins der ersten Sachen, die ich gedruckt habe. Und ganz ehrlich, das ist ein ganz anderes Feeling, als wenn man so Mario Kart fährt. Oder halt hier mit dem Analogstick und dann da irgendwie lenken muss und was weiß ich alles drum und dran. Das macht natürlich wesentlich mehr Spaß. Kann ich also nur empfehlen. Kostentechnisch ist das natürlich auch eine Rieseneinsparung. 13 Euro kosten 2 Stück hiervon und die kosten irgendwas um die 5, 6 Euro, wenn man sich 2 Stück davon druckt. Ist natürlich auch eine Riesenersparnis in Sachen Geld, wenn man davon mehr braucht. Jetzt macht das Zocken mit so einem kleinen Controller auf dem Fernseher natürlich auch wenig Spaß. Also klar, man kann die Dinger hier in diesen Grip mit reinpacken, der mit dabei ist. Das ist ganz in Ordnung, das ist auch ganz okay. Aber ergonomisch ist das Ganze natürlich noch immer noch nicht ganz komplett ausgereizt. Dafür gibt es natürlich auch noch mal was anderes, und zwar den Pro-Controller. Den habe ich mir, wie soll es auch anders sein, in der Zelda-Edition gekauft, ja. Und der liegt wirklich noch mal ein ganz gutes Stück anders in der Hand. Und
Damit das Ganze nicht auf dem Wohnzimmertisch rumfliegt, habe ich mir hier so eine Halterung gedruckt. In ABS-X von Novofil, ja, im Astro Black. Und dann kann man das Ganze so wunderbar hier reinstellen. Man hat vorne eine schöne, große, glatte Oberfläche. Sieht, finde ich, super stylisch aus. Kann echt was hermachen und liegt jetzt nicht einfach so plump einfach auf dem Wohnzimmertisch rum, wie jeder andere Controller sonst so. Ja? Muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Und ist auch ein Must-Have für so einen Pro-Controller, wenn man den hat. Also kann man nichts falsch machen. Ja? Druckzeit sind auch 2-3 Stunden, irgendwas in der Richtung, je nachdem, auf welchem Drucker ihr das natürlich druckt, mit welchem Material ihr das druckt. Aber Passform ist einfach ideal, ist ein wunderschönes Teil, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Jetzt haben wir die ganzen Controller und Griffe und alles drum und dran durch, aber wir haben noch gar nicht über die Spiele geredet. Und die Spiele sind natürlich auch ein wichtiger Bestandteil bei der Switch. Und da gibt es natürlich erstmal ein paar Fragen, wie stellt man die Spiele denn, naja, wie organisiert man sich die zu Hause? Man kann die natürlich einfach so plump einfach dahinlegen oder irgendwie jetzt sich, was weiß ich, die ganzen Kassetten irgendwo, die ganzen Boxen natürlich irgendwo stapeln. Das ist natürlich auch nicht schön. Und da habe ich mir überlegt, okay, ich druck mal ein paar Sachen. Das erste ist dieses wunderbare Karussell. Und ich halte es mal so rum, weil dann seht ihr den Effekt ein bisschen mehr. Ihr seht schon, die Cartridges von der Switch kommen dann richtig schön nach oben geschossen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal Borderlands zocken möchte, ja, dann kommt das nach oben geschossen. Das ist noch nicht ganz voll, weil ich gleich noch ein paar andere Sachen für euch zu zeigen habe. Da fehlen jetzt natürlich noch ein paar Cartridges. Aber sei es drum. Ihr seht den Effekt wunderschön. Normalerweise ist hier oben ein Nintendo-Logo drin. Das habe ich jetzt halt entsprechend nicht drin, weil ich das Ganze ziemlich nah an der Druckplatte gedruckt habe und deswegen diese ganz feine Kontur da jetzt nicht wirklich rausgekommen ist. Sei es drum, für mich reicht es vollkommen aus hier. Ihr könnt das natürlich deutlich besser drucken. Ihr könnt es auch mehrfarbig drucken. Gibt es auch die Möglichkeit natürlich dazu. Das ist eine 3MF-Datei. Die könnt ihr wunderbar dazu nutzen, um das Ganze auf der MMU, auf der AMS, auf der Palette und was weiß ich wo zu drucken. Ist wirklich ein tolles Objekt, kann ich jedem nur empfehlen. Ich mache jetzt mal das, was man eigentlich nicht machen würde. Ich ziehe jetzt mal einfach hier oben den Deckel ab. Und dann seht ihr schon, die Spiele fallen da unten durch. Da müsst ihr also immer ein bisschen aufpassen, wenn ihr das Teil handelt. Ich lege die Spiele mal nebendran. Aber ihr seht schon, im Inneren ist so eine Feder drin. Ja? Und da ist nochmal ein Kugellager drin, was ich aus dem Spulenhalter von der MMU geklaut habe. Und da gehe ich einfach mal hin und packe das nochmal drauf. Dann seht ihr, das läuft wunderbar rund. Und wenn man genau hinhört, es hört sich so ein bisschen an wie bei Glücksrad, ja, so tuk, 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 ja, weil diese kleine Feder halt auch dann dafür sorgt, dass das Ganze abbremst und irgendwo einrastet. Da ist auch nochmal ein Zahnrad oben an der, am Deckel entsprechend an der Innenseite befestigt, damit das Ganze auch funktioniert. Und ich muss sagen, das ist echt ein cooles Teil. Da ist eine kleine Hebebühne, wo es dann hoch und wieder runter geht, damit die Spiele auch angehoben und wieder abgesenkt werden. Geiles Teil, ist wunderschön, macht auf jeden Fall was her und kann man sich auf jeden Fall vorne hinstellen auf, vor seinem Fernseher. Ist eine coole Sache, besser als irgendwie Spiele plump übereinander zu stapeln. Und wenn wir schon gerade dabei sind, es gibt natürlich auch noch die Verpackungen von den Spielen. Die muss man natürlich auch nochmal irgendwie, wenn man die nicht wegschmeißen will, auch nochmal irgendwie darstellen. Und da habe ich mir hier was gedruckt. Einfach mal zum Hinstellen, damit man sieht, okay, man hat jetzt da so schön im Regal das Ganze stehen, ja. Und ich muss sagen, das ist schon ein ganz cooles Teil. Gibt es auch als 3MF-Datei, dass man das Ganze mehrfarbig drucken kann. Und ihr seht schon hier das Inlay, das habe ich mir jetzt gespart, weil ich einfach unterwegs war mit dem K1. Über Weihnachten habe ich gesagt, okay, ich drucke das jetzt einfach mal und dann packe ich zu Hause die ganzen Spielkassetten hier rein. Und ich brauche das ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt mehrfarbig ist. Ich sehe, ich kann es lesen, dass das Nintendo Switch heißt. Und bei den, ganz ehrlich, wenn ich noch 2, 3 neben dran packe, weil ich mir noch neue Spiele kaufe und das hier nicht mehr ausreicht, dann überlege ich sogar komplett das ganze Logo hier rauszuschmeißen, weil ich muss nicht bei jedem von diesen Teilen noch Werbung für Nintendo machen. Das mache ich in dem Video hier schon genug, ja, obwohl ich nicht dafür bezahlt werde. So. Ist auf jeden Fall ein cooles Teil, kann ich nur empfehlen. Gibt es auch verschiedene Varianten dafür, noch welche, die ein bisschen platzsparender sind. Und die man auch ineinander stecken kann und, gibt es von allen Objekten. Also das sind jetzt hier nur so eine kleine Auswahl, die ich hier getroffen habe, obwohl das schon ziemlich viele Sachen sind, die ich gedruckt habe. Aber es gibt hunderte, wenn nicht sogar tausende von Objekten auf Printables, die man sich drucken kann. Für die Nintendo Switch, für die Joy-Cons, für die Pro-Controller, für die Spiele aufzustellen und, gibt es jede Menge Zubehör. Und wir machen gleich mal weiter mit einer Sache, die ich angefangen habe, wo ich auch nicht sicher bin, ob ich die weiter verfolgen werde, nämlich diesem Teil hier. Da seht ihr
hier schon, da haben wir jede Menge Platz für die ganzen Kassetten. Ich habe jetzt hier mal eine Kassette da reingepackt. Und zwar ist das dafür gedacht, dass man sich dafür eine Rugged-Box druckt. Also ähnlich wie das Teil, was ich für meine SD-Karten benutzt habe. Da kommt dann also nochmal so ein Custom-Teil drumherum, das man vorne zuschließen kann. Dann ist das Ganze auch wackeldicht entsprechend und organisationstechnisch ordentlich geschützt für unterwegs. Wobei ich sage, okay, unterwegs brauche ich nicht so viele Spiele, dann nehme ich mir vielleicht 3-4 mit, damit ich ein bisschen was zocken kann. Wenn ich das nehmen möchte, bin ich echt schon süchtig nach Nintendo Switch. Wobei, das könnte eventuell wirklich auf mich zutreffen, keine Ahnung. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das weiter verfolgen soll. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das Ding gerne fertig sehen wollt. Ganz einfach, weil ich natürlich auch für das Gerät an sich ein Case gekauft habe. Und da sind natürlich auch nochmal, ich glaube, 10 oder 12 Steckplätze für Cartridges drin. Die nutze ich jetzt auch noch nicht alle. Und deswegen habe ich mir überlegt, ob ich das überhaupt weiter drucke. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt die gerne irgendwie organisieren und irgendwie im Regal stapeln, dass euch dieses Teil hier nicht ausreicht und ihr da nur eure wichtigsten Spiele reinpackt. Wenn ihr schon alle Spiele gekauft habt, dann ist das natürlich eine geniale Idee. Ja? Link dazu packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Und dann gibt es nochmal eine Sache für ein Spiel, wo ich sage, okay, das ist was allein schon von der Art und Weise her, finde ich das ziemlich cool und das werde ich auch mit Sicherheit nutzen und das ist dieses Teil hier. Das ist ein Schlüsselanhänger, wo ihr ein Spiel reinpacken könnt. Bei mir jetzt hier Star Wars. Ja, das sind ein paar Star Wars Spiele, aber es ist so eine Sammlung, die man jetzt aktuell kaufen kann. Und das Ding ist dafür gedacht, dass man sich ein Spiel in der Kassette hier, in dem Laufwerk von der Switch hat und eins halt hier noch mit dabei hat, dass man wirklich minimalistisch unterwegs ist, vielleicht so ein Sleeve noch drum hat für die Switch, dass man halt das Ganze nochmal gerade so grob geschützt hat und wirklich ganz minimalistisch unterwegs ist. Vielleicht noch ein USB-C-Kabel zum Laden und halt das. Das ist eigentlich das Minimum, was man braucht, um halt unterwegs zu zocken. Und das finde ich eigentlich ziemlich genial. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen, gerade wenn man im Flugzeug unterwegs ist. Ist das eine coole Idee, dann sage ich, okay, ich nehme jetzt mal auf den Urlaub mal 2 Spiele mit, die zocke ich durch und gut ist. Kommt auf jeden Fall bei mir ein Schlüsselbund, kann ich nur empfehlen. Und dann gibt es nochmal eine Sache, die habe ich mir gedruckt, weil ich gemerkt habe, mit dem ganzen Zubehör, was auf dem Lowboard bei uns, wo der Fernseher draufsteht, jetzt mittlerweile rumsteht, das ist ein bisschen Chaos, ja. Also wenn ich jetzt mal überlege, da haben wir hier die ganzen Joy-Cons, ja, die da rumliegen, das Teil liegt drumherum. Das Teil liegt hier drumherum, ja, wenn ich es nicht wegschmeiße, blub, das liegt da rum. Oder vielleicht sogar, keine Ahnung, dass die einfach so pur da rumliegen und hier die Joy-Cons, ah, jetzt ist er gesichert. So, und dann die Teile noch auf dem Schreibtisch rumliegen oder auf dem Wohnzimmertisch rumliegen und das sieht alles nicht ordentlich aus. Also, Organisationsbox gedruckt und das Ganze hier wunderschön in Ordnung in Reihe gebracht. Und ihr seht schon, ihr könnt von diesen Griffen hier 2 jeweils einen rechts und links reinpacken. Das ist wunderbar organisiert. Hier hinten dran habt ihr nochmal Platz für 2 Joy-Cons, wo ihr das reinstellen könnt. Und hier vorne habt ihr nochmal ein bisschen Platz für Spiele. Okay, hier hinten habt ihr Platz für 4 solche Erweiterungen entsprechend. Ich habe jetzt nur hier das Netzwerkkabel reingepackt, weil es bei uns auf dem Wohnzimmertisch rumgeflogen hat und ich gesagt habe, okay, das möchte ich gerne organisieren, das möchte ich gerne schön ordentlich haben, damit es nicht rumfliegt. Und dann habt ihr euer Wohnzimmer-Setup eigentlich schon recht cool aufgeräumt, das Dock nebendran, die Switch da rein und fertig ist. Geiles Setup, macht ordentlich was her, ist einfach zu drucken, dauert zwar ein paar Stunden, gibt es auch, glaube ich, als 3MF-Datei, damit ihr es mit einem farbigen Logo vorne drucken könnt, aber ich würde sogar hingehen und würde sogar das Logo zum Teil rausmachen, ganz einfach, weil ich nicht hier an jeder Ecke Werbung machen muss für Nintendo. Das war soweit mein Zubehör für die Nintendo Switch. Die Nintendo Switch 1, nicht die 2. Wenn die Switch 2 rauskommt, wird es natürlich auch nochmal ein Video geben, wo ich nochmal versuche, so viel wie möglich selbst zu designen. Oder halt zu gucken, passt das Zubehör, was ich jetzt gedruckt habe, noch drauf? Oder was gibt es schon an Zubehör, was man drucken kann? Wer das also nicht verpassen will, würde ich mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen weitergebracht. Dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wie gesagt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den abonniert. Vielen lieben Dank auch an meine Patreonen und auch an meinen Sponsor PCBWay. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hodl the Line, Happy Printing und ciao.